Willkommen zurück zu Hero Siege, Akt Nummer 2. Starten wir direkt. Das wohl unmöglichste. Oder der wohl unmöglichste Akt im ganzen Game. Wir spielen wie immer. Nice. Wir haben einen Shop. Den machen wir auch. Ansonsten rushen wir halt ziemlich hart durch, weil. Ja, der ist halt durchgekriegt. Okay. So, Shop nehmen wir natürlich mit. Okay, ich hoffe, irgendwas. Ich bin gerade echt nicht Fokus. Weil ich will den Akt echt schaffen, ohne dass der Boss mich einmal killt. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob das jemals funktionieren wird bei meinem Luck. Aber es könnte ja mal, ne? Es gibt immer ein erstes Mal. Oh fuck. Fuck yourself. Ohne Scheiß. Fuck yourself. Reflektieren. Natürlich werde ich davon gehittet. Bin auf der Map ziemlich unfokussiert. Hätte gerade mehrfach passieren können, dass ich sterbe. Zu Recht. Aber das funktioniert soweit. Der Kelch ist okay. Das ist nicht das beste Item, aber ich zähle es noch mit zu eins der besten. Aber es gibt bessere Items. So, letzte Wave. Dann haben wir den ersten Map-Boss. Dann geht's endlich weiter. Easy bisher. Nice. Erster Boss. Wo ist er denn? Da oben. Bisschen konzentrieren. Erstmal war okay. Hätte ich besser spielen können. Kann ich eigentlich die Map mittlerweile normal öffnen? Nein, kann ich nicht. Immer noch so. Okay. Ich rufe wieder alle Waves. Shop ist gekommen. Wie gesagt, Dungeon und Krypta sind halt echt nicht mehr interessant für uns. Hier kann ich durchschießen. Wir haben echt gutes Movement. Also Movement Speed ist echt nice, man sieht's. Ist eigentlich genauso wie ich es gerne hätte. Bisschen schneller wäre noch nicer, aber ansonsten ist es gar nicht so bad. Zumindest man sieht nicht alle Gegner und weiß nicht, ob die Range Resistance haben oder reflektieren haben oder nicht. Das heißt, wir müssen halt unheimlich aufpassen, weil mittlerweile kann jedes reflektieren. Ja, uns nicht ganz töten, aber fast. Je mehr Damage wir kriegen, desto krasser wird's. Problem wird's bei einem Relikt, was ich auf jeden Fall gern kriegen würde. Wenn wir das haben, ist auf jeden Fall reflektieren, sind wir One-Shot. Das ist zu 100% gegeben. Und das Relikt will ich haben, weil dann one-hitten wir auch die Gegner. Na, ist nicht das hier. Ist aber ein gutes Relikt. Ist ein passiver Effekt. One-Hit, das ist gut. Aber nicht on hit, sondern on attack, nenne ich es mal, wenn wir attackieren. Wir haben schon gute Relikte. Also es gibt, glaube ich, noch. Was auch immer das war. Es gibt jetzt noch gefühlt zwei Relikte, die ich gern hätte insgesamt. Ja, aber es sind eigentlich noch mehr. Aber mit einem Relikt fühle ich mich schon sehr, sehr safe. Nice. Map 2, Boss. Also wir rushen ein bisschen durch, weil ich will die höheren Schwierigkeitsgrade und bessere Items. Achtung in seiner Hand. Nice. Safe. Safe Call. Danke fürs Geld. Dritte Map. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fokussiert. Statue ist eine Teufelsstatue und wir haben den nächsten Shop. Das ist sehr gut. Nice. Wir haben die XP ein bisschen angeglichen. Ich habe einen neuen Patch. Also kriege ich jetzt auch mehr XP, wenn wir Gegner killen. Das ist ziemlich nice. Finde ich auch gut, dass sie es endlich gemacht haben. Dann levelt man halt schnell auf Level 150. Ist halt für die Leute, die reflektieren. Für die Leute, die Season spielen, nochmal wesentlich interessanter. Sind die schneller auf ihrem Max-Level. Das ist ziemlich gut.
Wir machen gut Schaden. Wir sind echt nice dabei. Gelbes Item, ist okay. Range. Reflektieren hat der eine wieder. Achtung. Also. Ist down gegangen. Ziemlich nice. Das ist das Gute, wenn man es früh genug sieht. Das ist ziemlich gut. Das ist recht unlucky. Okay, ich wurde gehittet von irgendwas. Hab da echt nicht mehr aufgepasst. Gerade. My bad. My bad. Oh, ein Legendary da unten. Zum Glück nur auf die Map geguckt. Das lohnt sich halt immer wieder. Warum es jetzt nicht das beste Item ist, aber ist okay. Never mind how I get my merchandise. You buying something or what? Aktivierbares Item, unlucky. An Shop Waste. Ah, ist okay. Letzte Wave. Again, haben wir Map 3 schon mal hinter uns. Den wegmachen. Wir machen echt guten Damage. Das ist holy fuck, Alter, insane. Zumindest bis hierhin des Spiels auf jeden Fall. Da kommt er. Nice, bin gut tot. Ah, ich vergesse die Tränke zu nehmen, ne? Das sind ja positiv mittlerweile. Wir haben ja Luck bekommen. Das habe ich wieder vergessen. Ist aber okay. Vierte Map. Auch wieder einfach alles rufen. Die Truhe können wir noch aufmachen, wenn wir es gerade können. Energy Up ist nice. Nicht ganz, was ich so weit brauche, aber es ist okay. Reflektieren. Ja, früh genug gesehen, wobei es auch schon wieder zu spät war. Nochmal reflektieren. Das war früh genug auf jeden Fall. Wir können hier rüber. Ich habe lange kein uraltes Monster mehr gehabt. Das hätte ich auch wieder gerne. Da ist eine Quest. Fragezeichen krank, aber der ist ja positiv. So, auf jeden Fall immer im Movement bleiben. Sonst bekommen wir Probleme, wenn wir uns nicht bewegen. Das ist so ein genereller Tipp, den ich euch geben kann. Immer bewegen, wenn es geht. Auch wenn es nicht geht, sollte man sich echt dran halten. Deswegen sind im Solo-Play so Movement-Charaktere wie der Demon Slayer ziemlich von Vorteil. Weil die ja noch einen Dash haben. Das heißt, sie kommen eigentlich immer irgendwo raus, wenn man es gut playt. Mystisches Item, das nehmen wir uns auch noch mit. Die kriege ich von hier aus, weil wir durchschießen können. Das ist ein Helm, nice. Helm ist okay, haben wir, glaube ich, gebrochen, kann man mitnehmen. Gibt uns schon mal Plus. Ab in den Shop. What have we here? A customer. Okay. Mehr Attack Speed eigentlich, müsste es sein. Ich glaube, wir haben auch mehr Attack Speed. So, letzte Wave nochmal. Mach die Kisten nebenbei alle auf. Nice, Goblin. Einfach nur, um noch Schlüssel zu bekommen. Nice, tschüss. Map Nummer 4 neigt dem Ende zu. Sehr, sehr gut. Den schnell wegkillen. Ey, die auch noch. Easy weggemacht. So, Map 5. Wir sind ziemlich schnell. Gerade. Hat aber nur damit zu tun, dass der Aktboss ja eh ein Bastard ist. Wie jeder weiß, ne? Gegen den Tod will man nicht ran. Die Kugel ist in mir gespawnt, ich hab's nicht gesehen. Wow, hätte mich töten müssen eigentlich. Rein aus Prinzip hätte ich es verdient zu sterben in dem Fall. Ich glaube auch noch ein Eisblatt stehen. Auch nachdem ich gehittet wurde. Okay, ich sehe schon. So viele Sachen, die mich killen wollen. Hier. Holy shit. Das Game mag mich nicht ganz so krass heute. Nächste Armbrust. Aber hier unten bin ich, glaube ich, safe. So sieht es zumindest gerade aus. Das heißt, wir locken die alle schön hierher. Hoffen, dass keiner irgendwie reflektieren hat oder so. Das Krasse ist halt auch dabei reflektieren, dass die Schüsse der Gegner so fucking schnell sind. Und reflektieren. Dass die Reaktionszeit halt immens kurz ist, je näher wir halt natürlich auch dran stehen.
ist ja klar. Alter, ich verreck. Okay, der eine reflektiert. Ich weiß nicht, ob ich von ihm gerade gehittet wurde oder ob es ein anderer Schuss war. Ich nicht drauf geachtet. Ich hoffe nicht von ihm, weil das wäre halt. Alter, unlucky gewesen. Leg den Legendary Switch Game mitnehmen, bevor wir in den Shop reingehen. You won't find better deals always. I guarantee it. Ja, Damage ist okay. Die letzte Wave, reflektieren da unten. Lebt noch. Unlucky. Ein Goblin, den haben wir noch mitgenommen. Ich bin so aufgeregt wegen dem Boss, weil ich genau weiß, das wird nicht gut enden für uns. Reflektieren. Ah, wir waren im Movement, das war gut. Oben lebt noch was. Irgendwo packt was fest, ja, da oben. Reflektieren, Alter. Ich, als hätte ich es geahnt. Okay. Gegen den Tod? Ah. Nachdem er gestorben ist, nicht moven. Ich muss ihn so hart jetzt killen und dann rausdashen. Guck, das ist... Bullshit. Wie hat er auf einmal 10 Millionen Damage gekriegt? So. Er hatte noch 9, noch was und auf einmal dachte ich, komm, movest du nach unten, weil du sonst Damage kriegst von irgendwas. Und dann passiert das. Wir hatten so gute Relikte. Nee, aber dann werden wir ja nochmal... Ich fange an, das Spiel zu hassen, nur wegen diesem Boss. Deswegen finde ich es mittlerweile auch in dem Fall gut, dass man die Bosse skippen kann. Ja, ich muss diesen Akt ja nicht mal spielen, um weiterzukommen. Ich könnte den Akt einfach skippen. Aber das wäre ja so lappenhaft, den Akt einfach zu skippen. Ey, boah, Mann, Alter. Und schon wieder, ich bin jetzt auf jedem Schwierigkeitsgrad gegen den Boss gestorben. Das wird am Ende auch noch so sein. Weil ich ihn nicht schaffe beim ersten Mal. Geht nicht. Das war wieder so unlucky einfach. Kann man sagen, was man will, aber es war halt einfach unlucky, dass ich wieder mich safe gemoved habe. Ich habe extra geguckt, er hatte so viel Leben und ich move dann natürlich nach unten, weil die Sense noch gekommen ist. Und auf einmal tot. Das wird jetzt nicht anders sein. So. Ich muss im Reflex einfach die R-Ding-Taste drücken. Ja. Wix-Boss, Alter. Hat doch dein Maul, Mann. Geschafft. Alle Relikte weg.
Das ist im Grunde, was ich meine. So, ich könnte jetzt einfach... Weißt du, ich könnte einfach hier so... Könnte jetzt den hier machen und könnte reingehen. What the fuck, Alter? Ich könnte einfach jedes Mal den Akt skippen, weil ich genau weiß, ich würde direkt gegen den Boss sterben. Es gibt keine Delay-Zeit zwischen, wenn er stirbt und dann diese Totenköpfe kommt. Ich bin einfach instant in der Mitte und habe mein Movement noch. Das heißt, mein Movement wird nicht unterbrochen. Und wenn ich jetzt nach unten laufe, der Boss stirbt in dem Moment, spawn ich und laufe immer noch nach unten, weil ich nach unten gedrückt halte. Weil ich ja irgendwas ausweiche, etc. Das heißt, mein Movement wird nicht resettet. Das heißt, ich bleibe nicht so in der Bewegung einfach stehen, auch wenn ich noch weiter nach unten drücke und muss nochmal neu drücken. Selbst das würde ich noch verstehen. Ich würde es auch verstehen, wie ich es schon mal gesagt habe, dass ein zweiter Raum kommen würde. Ja? Es ist alles immer noch legitim. Aber es ist nicht legitim, dass, wenn ich im Movement der Boss stirbt, es keine Delay-Zeit gibt, in dem Moment, wo er stirbt, dann die Totenköpfe kommen und ich in die Totenköpfe reinlaufe. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. So. Und ich habe den Boss jetzt zum dritten Mal gemacht und bin zum dritten Mal beim ersten Mal gegen ihn gestorben, beim zweiten Mal dann komischerweise nicht. Dass ein Totenkopf mich killt. Ich bin locker nur in einen reingelaufen. Höchstens in zwei, aber es kann nicht sein, dass ich nach dem zweiten trotzdem verreck. Das würde nicht rechtfertigen, warum dann sieben Kreise kommen. Nicht nachvollziehbar, es tut mir leid. Immer noch nicht. Ich finde, das ist der unmöglichste Akt überhaupt. Insgesamt ist er ganz nice, bis auf das Vereisen. Das macht es schon richtig ekelhaft. Aber dass der Boss dann so hässlich ist, tiltet mich ein wenig. Wir haben alle Relikte verloren. Und wir hatten schon gute Relikte. Was? Naja. Nein, immerhin kommen wir gut durch. Wir haben echt guten Damage. Wir haben guten Attack Speed. Ich kann mich insgesamt nicht beschweren. Tatsächlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.